Eskalation im Nahen Osten. Der Iran greift Israel an. Das Mullah-Regime feuert nach Angaben der israelischen Armee 300 Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen auf das Land. Das israelische Militär kann die meisten davon abfangen. Laut offiziellen Angaben gehen nur eine Handvoll Raketen auf israelisches Territorium nieder. Auch die US-Streitkräfte können mehr als 70 Drohnen und mindestens 3 ballistische Raketen von Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer abfangen. Während die israelische Seite davon spricht, dass es keine Verletzten durch die Angriffe gibt, die Schäden gering sind, spricht eine iranische Nachrichtenagentur davon, dass der wichtigste israelische Militärstützpunkt in der Negev-Wüste schwer getroffen sei. Außerdem gäbe es auch Beschuss aus dem Irak und dem Jemen. Und die Mullahs drohen nun auch den USA. US-Präsident Biden beruft ein Treffen der G7-Truppe ein.